Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von The Medium. Ich bin immer noch ein bisschen perplex von der Zwischensequenz letztes Mal mit diesem komischen Viech. Wer es auch immer war, Henry oder wie auch immer. Thomas oder Henry oder weiß nicht, hat sich dieses Vieh alles Mögliche an Personen hier einverleibt in der Geisterwelt oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir gehen mal weiter. Und ich entschuldige mich auch letztes Mal für dieses Geruckel. Da merkt man doch, dass mein PC so langsam an die Leistungsgrenze kommt. Der ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Nur das mal so am Rande bemerkt, soll jetzt keine Ausrede sein. Ja. Und wegen der Story, das ist halt immer mein Problem, wenn ich dann halt einige Zeit nicht spiele, dann würfel ich sämtliche Storyfetzen durcheinander, obwohl es gar nicht stimmt. Ich mutmaß dann nur. Ich könnte natürlich meine alten Folgen komplett gucken, aber nee, das wollte ich jetzt halt dann auch nicht machen. Es geht ja darum, euch ein bisschen zu unterhalten, dass ihr Spaß habt und ja, ich hoffe, das gelingt mir auch einigermaßen. Also, okay. Gut, dann gehen wir hier weiter. Ich habe hier Geflüster gehört. Hier. Man hört Geflüster, das heißt, irgendwas kann man in der Nähe sich anschauen. Oh, da drüben ist irgendwas. Da unten. Kann ich da rein? Ich glaube, ich muss hier rein, aber da geht es wahrscheinlich noch irgendwo runter. In den Keller oder so. Okay, Marianne. Oh. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. Das war mal dein Zuhause. Okay, gerade eben habe ich eine Errungenschaft gekriegt. Unter der Asche. Oh, was haben wir denn hier? Okay, wir sind im Prinzip jetzt zu Hause. Wir haben ja letztes Mal mitbekommen, dass wir mit Thomas irgendwie zusammenhängen. Ist Thomas unser Vater? Und Lilly unsere Schwester? Und wer ist Lilly? Ist das Trauer? Ich weiß nicht, ob ich diese Fetzen jetzt zusammensetze richtig, aber wie gesagt, das wird jetzt immer interessanter gerade. So, was haben wir denn hier? Ein Bild. Ein Familienfoto. It's sad to see it like this. Left behind. Ja. Forgotten. Oh. Kann ich es irgendwie drehen? Ja. So, das ist hier. Wer ist denn das? Das ist doch Thomas. Thomas. Lilly und Marianne. Entdecke die Geheimnisse von Thomas zu Hause. Okay. Also wie. Also ich könnte was dann fast denken. Thomas zu Hause war. Ja. Auch unser Zuhause. So, was haben wir hier? Another photo. Das ist auch Thomas und. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Ja. So, werden wir die noch irgendwie brauchen? Sind das wir da unten oder ist das. Ah, nee, sie ist schwanger. Da war sie noch nicht geboren. Sie oder Lilly? Ich bin mir jetzt unsicher. So, was haben wir hier? Ein Modellhaus. Is that a dollhouse? Puppenhaus, sorry. How the hell did it survive the fire? Ja, das habe ich mich auch gerade eben gefragt. Wie hat es denn den Brand überlebt? Locked. Verschlossen? Maybe there's a way to open it. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Weg finden. Das zu öffnen. So, was haben wir hier? Noch ein Foto. Viele schöne Familienfotos. I feel like I should find somewhere to put it. Ja. Das dürfte das Hochzeitsfoto sein. Hier muss ich, glaube ich, alle Bilder platzieren. Ich kann mir aber auch schon denken, warum. Da hinten war ein Spiegel. Ich habe den nicht übersehen. Hm. Oh. All burnt up, but I can still make out some of it. Ah, da guck an, die Schmetterlinge. Wir erinnern uns ganz am Anfang, im Bestattungsinstitut hatten wir auch einen Raum. Da waren auch Schmetterlinge an der Wand. Die haben wir doch gesammelt, oder wir waren fasziniert davon. So. Hier drüben ist nichts mehr. Da komme ich nicht runter. Da unten ist aber irgendwas. Wir haben es ja von draußen gesehen. Halt! So, ich gehe mal hier in die Geisterwelt. Alright. Let's see what's on the flip side of this place. Genau, was ist auf dieser Seite? Also ich hoffe mal, dass das Viech oder die Viecher nicht mehr kommen.
Die haben wir ja letztes Mal weggeschickt. So, was haben wir denn hier? Da kann man... Ah! Das soll das Puppenhaus sein auf dieser Seite. Entschuldigung. Dann nehmen wir doch das Rasiermesser, würde ich sagen. Hallo? So, genau. So, zack. Sehr schön. Ah, ein Falter ist da drin. Ornate Butterfly. Why do I feel that's not all you are? Ich glaube, wir können damit in der richtigen Welt was anfangen. Ist kalt? Hier kommt Kälte raus. Obwohl, es soll ja eigentlich einen Kamin darstellen in der richtigen Welt. So. Hier, da sehen wir nichts mehr. Strange. It's like feelings etched into the wall. Okay. Ah, hier, das sollen Ringe darstellen. Hochzeitsfoto. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Und hier zusammen, glaube ich. Ist das hier alleine? Und das ist hier mit Tochter? Oder ich bin mir nicht sicher. Aber das heißt ja irgendwas. Also das sollen hier zwei Ringe darstellen. Ich denke mal, Hochzeitsfoto soll hier hin. In der richtigen Welt. Also in der materiellen Welt, wie es hier so schön heißt. Gucken wir mal, was es hier sonst noch gibt. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube, das war es hier sogar schon. So, haben wir hier wirklich alles? Ja, es scheint, als haben wir alles. Wir sind wieder drüben. So. Ich kann bis jetzt hier noch nichts anfangen. The dollhouse. It's open. Ja, stimmt. Es ist ja geöffnet jetzt. It looks like a replica of the actual house. So, was haben wir denn da? Ein Spiegel da unten, oder? A tiny mirror. I wonder. Looks like I could put something here. Das hat überall Umrisse vom Spiegel. Kann ich im Prinzip den Spiegel hier platzieren? Und komme dann durch diesen Spiegel? It feels like something shifted. Ach komm. Sag bloß, ich komme jetzt in ein anderes Stockwerk, wenn ich da reingehe. I knew it. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. This room feels very familiar. Ja. Schauen wir mal. Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Jupp. Vermute ich auch. Und wir müssen die Butterflies erstmal finden. Was war das? Ach, ich dachte gerade eben, wer ist das? Hier gibt es nochmal ein Puppenhaus, oder was ist das hier? Sieht mal so aus wie unten. Ups. Jawohl. Hey. Another one of those butterflies. Schön. Das gefällt mir jetzt wieder, so ein bisschen Rätsel machen. Und nicht dauernd nur wegrennen. Ah, hier ein Mobile. Hä? Was ist denn das? Nee, Schmetterlinge kann ich da keine draufhängen. War's das hier schon? Ich glaube ja. Nein, hier gibt's nichts mehr. Gut, jetzt sind wir hier und dann gehen wir mal noch nach... Wo gehen wir denn noch hin? Wir waren jetzt
Im Schlafzimmer. Okay. Noch im Schlafzimmer. Machen wir das nochmal. Zack. This room. It feels like it's pushing me out. Like it doesn't want me here. Aha. Okay. Wait. I don't think this belongs here. Ein Fisch. Ja, ich glaube auch, dass der hier nicht hingehört. Ich glaube, der gehört nach unten. Zum Mobile. So. Hallo? Ah. Und noch ein Schmetterling. So, jetzt haben wir 4 Stück. Ne, 3 Stück. Ich bin mir nicht sicher, der vierte dürfte vielleicht in der materiellen Welt sein? Fragezeichen. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Dieses letzte I do. Hört sich doch verdächtig nach diesem komischen Typ an, der immer unsere Haut anziehen will. Dieses Viech. Na? Oh! Einem. Oh! This looks eerily familiar. Ja, allerdings ist es hier von. Ich weiß nicht, Lilly? Wenn das von Lilly ist oder was, dann ist es nicht von Trauer. Also. Dann ist Trauer nicht unsere Schwester, glaube ich. Also, ja, ich glaube, ich höre mal lieber auf zu mutmaßen. Das wird hier nur schrecklich. There's something underneath. Oh, will ich das aufmachen? Ich möchte keinen Jumpscare bekommen. Bitte nicht. Nein, ich habe keinen Jumpscare gekriegt. Das ist sehr schön. What is this? A tea party with the devil? Ach, und hier soll ich jetzt die Gesichter einsetzen, oder was? Was das? Nein. I know. I understand. I can feel your pain. Ja. What the hell? Ja, das dürfte wohl unser Kollege sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den wirklich nicht das letzte Mal gesehen haben. Wie man letztes Mal, ja, geschockt haben. So, hier war es alles. Sollte ich wieder runtergehen. Gut. Was haben wir denn hier noch? So, dann setzen wir das mal wieder unten rein in den Wohnbereich. Vielleicht brauchen wir das hier nochmal. Jetzt gucken wir uns nochmal das hier an. So, wir haben hier noch einen Schmetterling, aber den kann ich jetzt nicht nehmen. Und hier haben wir noch irgendwie Platz für 3 andere. So, hier müssen die Bilder hin, glaube ich, ne? Gerahmtes Familienfoto. Welches war das? Ne, das war es nicht. Also, wir haben gesehen, es ist eins, wo... Nein, das ist auch nicht. Ich glaube, das ist es. Ja, Hochzeitsbild. Das muss es sein. Jawohl, sehr schön. Hier war das umschlungen. Ich glaube, da waren sie alle zusammen. Ja, das müsste das sein. Und hier, das müsste... I think that's it. Jawohl. The Rekovich Family History. Rekovich. Mr. Rekovich? Thomas Rekovich, ja.
Nee, wie gesagt, ich höre auf zu mutmaßen. Ich bin sowieso wahrscheinlich immer verkehrt. Und das triggert hier Leute. So. Ah, jetzt ist es hier nicht mehr kalt. Jo. Ah, und da guck mal an, wir haben eine Maske gefunden. Were those the friends Sadness talked about? Wahrscheinlich. So, das sind hier nochmal die Bilder. Die haben wir ja aufgestellt. Passt. So, hier können wir nicht rüber. Ich benutze mal hier die Sicht, um zu gucken. Nein, hier gibt es nichts mehr. Ah, okay. Dann wieder raus. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich möchte auch hier runter, bitte. Und da drüben kann ich doch auch noch rein, oder? Ah, ich... Oh, tatsächlich, ich komme hier rein. Oh, nichts übersehen. So, was haben wir denn hier? Notizen des besorgten Mannes. Dämonen. Entschuldigung. So, jetzt lesen wir. Ich halte nicht aus, wie es hier... Wie sie... an. Ich halte nicht aus, wie sie sie ansieht. Sie hasst sie wegen dem, was dir passiert ist. Sie denkt, es sei ihre Schuld. Als ob sie es mit Absicht getan hätte. Sie ist noch zu jung. Sie braucht Zeit, um zu verstehen. Aber manchmal habe ich Angst. Angst, dass sie ihr etwas antut. Ich sage immer wieder, das würde sie nie tun. Aber andererseits kenne ich sie besser als sonst jemand. Jeder hat Dämonen. Okay. So, und hier können wir auch runter. Ah ne, da kann ich jetzt wirklich noch nicht runter. Zum Glück haben wir den Zettel gefunden. So, da kann ich noch nicht runter. Nein, ich glaube, da muss ich noch irgendwas machen. In der Geisterwelt. Könnte ich mir vorstellen. Halt. Ich wollte ja... Ja. Den Spiegel wieder umsetzen. Ja, ich weiß, die Schmetterlinge. So, dann nehmen wir das Ding wieder. Zack. Und setzen uns nochmal da oben hin. Ups. Genau, hier kann man ja den Fisch reinsetzen. So, dann machen wir das. Spielzeugfisch. I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, I... No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Es war nicht meine Schuld. Oh, jetzt bin ich komplett verwirrt. Hope that's the last of them. Ja, sieht so aus. Ich glaube, hier lacht mich jetzt jeder aus, weil ich so verwirrt bin. So, noch voll offensichtlich und blablabla. Ja, sorry. So, jetzt haben wir doch hier, ne? Geht es jetzt? Auch nicht. Ah, halt, Moment, wir müssen den Spiegel wieder versetzen. So, hier könnte ich im Prinzip die Maske wieder hinsetzen. Zur Teeparty hier, ne? Aber mir fehlt ja natürlich noch eine. Oh, wir setzen mal rein, ne? Würde ich sagen. We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. Alter. So, da haben wir. Was fehlt uns denn jetzt noch? So, wir wollen doch jetzt irgendwas mit diesen vier
Schmetter. Ach halt, ich muss jetzt zum Schlafzimmer. Aber ich möchte mal gucken, ob in der Geisterwelt hier auf der Bank irgendwas... Ne, die Bank gibt's hier gar nicht. Ne. Die ist hier gar nicht vorhanden. Da war ich schon, da war ich auch schon. Da geht nämlich nichts. Ja, stimmt, ich muss ja ins Schlafzimmer. So, ich muss nämlich die Schmetterlinge einsetzen. Oh, wie braucht immer ein bisschen hier, bis die Texturen geladen sind. So, ich glaube, hier war es doch, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, hier war es. Da muss ich... Jetzt halt die Frage. Ist es egal, in welcher Reihenfolge, oder... muss ich mich da an den Schmetterlingen orientieren? War das hier? Der? Das müsste dann der gewesen sein. Hier drüben war das der, glaube ich. Und dann der hier noch. Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Ach du Schande. That's three. This place is like an emotional graveyard. Ja, irgendwie schon, ne? So, wo ist hier der Teekranz? Ach, ich muss wieder in das andere Zimmer gehen. Jo. Dann dürfte ich hier alles haben. Sollte passen normalerweise. So, ich glaube hier drüben, ne? Ja, hier müsste es sein. Jupp, da. Da müssen wir hin. So, bitteschön. Dein Gesicht. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy. It's all her fault. No, no, no. She's my sister. Then set me free. And I will save you both. Ah! Good shit! Ah, weg. Boah. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Ich konnte jetzt aber nicht sehen, was. That thing. It came from her. Ja. Bought its way out with our lives. Lily. She. I need to find her. Ja. Also war ich doch nicht so verkehrt mit meiner Vermutung. Aber ich glaube, ich lasse es mal sein mit den Mutmaßungen. So, was ist denn jetzt hier? Nix. Ich möchte noch hier runter. Kann ich hier nicht runter? Ah, doch. Ach so. Hier muss ich runter. Da ist der Spiegel gewesen. Der ist jetzt zerbrochen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was da unten ist. So. Hier bitte klettern Sie. Dankeschön. The basement looks almost intact. Ruckel, ruckel. Ich weiß. Maybe I'll find some clues down here. Ja, wäre nicht schlecht, ein paar Clues zu finden. Es ruckelt ein wenig, sorry, ich weiß nicht warum. Oh, nein, da wollte ich nicht durch. Ich weiß, bevor wir hier... Mache ich sofort. Bevor wir hier aber weitermachen. Hier gibt es doch noch mehr. Oh, warum ruckelt das jetzt so? Naja, egal. So. Ah, der Schuh hat was. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No.
We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. So, das war der Schuh. Was haben wir hier drüben noch? Aha, ein Teddybär. Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Okay. Wie gesagt, ich lasse das mit den Mutmaßungen. Setzt sich ja so langsam zusammen. So, was haben wir hier? Eine Spritze. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Allerdings, was ist da passiert? So, was haben wir hier noch? Einen Brief? Ja. Notizen des besorgten Mannes. Eine andere Krankheit. Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hatte recht. In dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren. In ihr. Es frisst sie von innen auf. Zehrt an ihrer Kraft. Ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Ja. Wer das wohl war? So, das war hier die Spritze. Die haben wir schon. Da drüben liegt, glaube ich, nichts mehr. So, wir haben, glaube ich, alle Erinnerungen hier angehört. Ah, hier drüben gibt es noch was, oder? Ah, da ist noch was. Was ist das denn hier? Noch ein Brief. Das fehlende Teil. Es ist irgendwo da draußen. So viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich das hier schreibe und nicht sabbernd in irgendeiner Ecke liege, ist der Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer, durchgestrichen, alleine, der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dem auch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Okay, ich glaube, ich weiß, von was er spricht. Der besorgte Mann, das dürfte Thomas sein. Und er spricht hier von seiner Gegenseite in der Geisterwelt. Die, wo wir auch schon gesteuert haben. So, und hat sich verselbstständigt, so wie es aussieht. So, bin ich jetzt eigentlich hier richtig? Hier ist doch noch irgendwas. Was ist denn das hier? Achso, das hatten wir schon. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen, oder? Ah, nee. Bin ja runtergesprungen. So, was haben wir denn hier? Juhu, Bolzenschneider! Okay. Da, oh, was haben wir denn hier Schönes? A lot of love was put into this. But there's sadness too. Was steht denn da? Schönen Jahrestag. 10 Jahre. Wie die Zeit vergeht, hm? Hier ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. Hm.
Okay, das war's aber auch. So, gibt's hier noch irgendwas? Nope. Da liegt noch was rum, oder? Ah, ne, das ist Müll. Ein Brief auf jeden Fall und ein Hörer. So. Barely legible. But I can still make out some of it. So, lesen. Was haben wir denn? Rechnung, Frage der Zeit, Uhrenladen, Krakau, Grotzka-Straße. Bestellung Nummer 342. Preis 600. Was sind das? Slotty? Okay. Datum 14.04.1976. Gut. Jo, das war's. Gut. Wir dürften hier so ziemlich alles jetzt gelesen haben, oder? Habe ich hier hinten doch noch irgendwas vergessen oder übersehen in dieser Richtung? Nein, da war der Brief. Hier drüben, was haben wir denn da? Aha, oh, zum Glück, ey. Ich habe immer das Gefühl, ich übersehe was und dann gucke ich nochmal und dann hat sich's doch gelohnt. Ah, da ist es. Einen Weg gefunden. Heute hat sie Geburtstag. 27.02. An diesem Tag muss ich immer daran zurückdenken, als ich sie zum ersten Mal sah. Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein. Um diesen anderen Teil von mir verstummen zu, lassen. Und jetzt will ich ihn um jeden Preis zurück. Um ihr zu helfen. Um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Er ist riskant, aber das ist unsere einzige Chance. Wenn es nicht funktioniert. Nein, es wird funktionieren. Das muss es. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein. Okay. So. Gut, das war's hier auch. Das dürfte das, der Weinkeller sein hier. Sieht mal so aus zumindest. So, dann gehen wir mal da rein.